Hallo und herzlich willkommen, wir von Marcel von Ear Games und wir spielen weiter Horizon Forbidden West und wir befinden uns hier wieder in Landfall und wollen Alva helfen, das Flutkontrollsystem zu reparieren und die Daten dazu zu finden. Deswegen rufen wir mal Alva und schauen, was passiert. Hey, Alva, ich bin in Landfall. Kannst du herkommen? Ich komme, sobald ich kann. Aloy, ich bin hier. Musste ein paar Maschinen ausweichen, aber hab's geschafft. Alles klar. Bereit für den Wahrsager? Ja. Er ist gleich da drüben. Wahrsagerin Alva, was machst du wieder in Landfall? Und mit der lebenden Ahnen? Wir suchen das Ad-Bay-Forschungszentrum, wo Leviathan entwickelt wurde. Dem Vermächtnis nach ist es irgendwo in der Stadt. Alva erwähnte, dass du in der Gegend Daten sammelst. Weißt du, wo es ist? Ja, ich war zufällig da. Aber da gab's keine Daten, nur bröckelnde Ruinen. Sag's uns trotzdem. Vielleicht finden wir was, das dir entgangen ist. Bitte, macht euch keine Mühe. Seid versichert, wir haben gründlich gesucht. Du verbirgst doch etwas. Was? Das ist absurd. Ein Wahrsager darf nur die Wahrheit sagen, wie du weißt. Du hast Angst, etwas Schlimmes gefunden zu haben. Etwas, das Aileen Sasaki kompromittiert? Doch nicht so laut. Hör zu. Ich versteh's ja, Nirik. Du willst zurück zu deiner Familie und da ist es sicherer wegzuschauen. Aber denk an Leviathan, wie es allen helfen könnte. Sind wir nicht deshalb hier? Wir dürfen nicht aus Angst lügen. Also gut. Die Anlage liegt südlich von hier am Ufer. Doch, selbst wenn ihr Leviathan reparieren könnt, sind die Umstände doch garantiert verboten. Zu oft ist die Wahrheit verboten. Na los, gehen wir. Okay, dann los geht's. Nach dir. Liebe Alva. Was denn? Na, geht doch! Du warst sehr gut mit dem Wahrsager. Du hast dich sehr verändert. Nirik ist wie ich früher. In Panik vor einem Fehltritt. Und bei den Aufsehern hat er allen Grund dazu. Doch was ich seit dem Treibhaus erfahren habe, ist so viel mehr als das, was uns erlaubt ist. Wahrsager sollen die Wahrheit suchen und doch wird uns so viel verheimlicht. Ich bin es leid. Da vorne müsste die Anlage sein. Wie kommen wir da rein? Wo denn überhaupt? Wo müssen wir denn jetzt hin? So, warte mal, lass mal schauen. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Wo ist die Anlage? Ich verstehe es immer noch nicht. Hier oben. Tja, das mit den bröckelnden Ruinen war jedenfalls keine Lüge. Ich sehe mich mal um. Aloy, wieso bebt der Boden? Was es auch ist, es ist nichts Gutes. Wow, das Ding ist riesig. Okay. Wir müssen es erledigen, wenn wir die Daten wollen. Okay. Ich helfe dir. Ich könnte Plasma einsetzen. Plasma ist gut. Das haben wir sogar.
Yes, das war schon mal gut. Nicht gut. Ich muss weiter. Da mal stehen, Kollege. Okay. Nö. Ich erhole mich hier gerade ein bisschen. Nein! Ja, mit dem Herumgucken ist ja wirklich nervig. Aua! Das tut doch weh! What? So, warte. Stopp. Einfach weiter drauf, ja. Du sagst das auch so. Okay, warte mal. Jetzt machen wir mal den Schuss. Okay, das Ding lebt immer noch. Okay. Okay. Und erledigt. Sollen wir weiter? Nö. Also, heute Nacht habe ich Albträume. Die Quelle muss ganz nah sein. Jetzt sollten wir uns nach den Daten umsehen können. Ja, Moment, machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier ein paar Sachen hier einsammeln. So, warte mal, das hier nochmal. Und hier schön upgraden alles. So, das mitnehmen und das bitte. Und das einmal. Und nochmal das. Das auch noch. So.
Haben wir alles? Haben wir alles, ja. Ich glaube ja. Nee, ey, Moment. Wir müssen noch hier. So, hier haben wir auch nochmal was. So kommen wir nicht rein. Wie könnte denn ein Schlängelzahn eingestürzt sein? So, warte mal. Ich glaube, hier war noch eine Truhe irgendwo. Ja. So, und ich sehe hier haben wir mal was. Gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. Was? Ach so. Hier durch. Nach dir. Lust auf Schwimmen? Null. Ich stelle mir immer vor, wie es zu Zeiten der Alten hier wohl gewesen sein muss. Weniger mühsam, schätze ich. Komm, sehen wir oben nach. Ich glaube, dahin kann ich dir nicht folgen. Was? Moment. Geh mal hier. Nein! Eloy, bleib hier. Alles okay? Bei jeder Expedition legten die Soldaten als erstes Pfade und Barrieren an. Zum Schutz von uns Wahrsagern. Aber das macht sogar Spaß. Zack. Ich bleib hier. Ja, bleib mal da. Das sieht zweifelhaft aus. Da, eine Konsole. Keine Daten über Leviathan, aber dafür eine Art Protokoll. Die Datenbank löschen? Aber Miss Sasaki, die Berichte zeigen es doch. 3000 zeigen Symptome. Über 400 Tote. Die Daten sind eindeutig. Umuramba verseucht die Wasservorräte und fördert das Bakteriumwachstum. Und da Leviathan denselben Aufbau besitzt... Du bist doch clever. Klassenbeste, richtig? Mein Vater schuf diese Firma mit Hilfe von Weltklasse-Talenten wie dir. Und weißt du, was noch Weltklasse ist? Unsere Rechtsabteilung. Wenn du also nicht den Rest deiner Karriere in einem unterfinanzierten öffentlichen Forschungsinstitut verbringen willst, löschst du diese Datenbank und schickst alle Daten über Leviathan an mein Büro. Ja, Ma'am. Das war sie. Die Ahnin. Eileen Sasaki. Hunderte Tote. Und sie wusste, dass ihr System schuld war und ließ es einfach vertuschen. Waren die Ahnen alle so? Selbstsüchtig, skrupellos, ohne Moral? Und wir verehren sie als Inbegriff von Erkenntnis und Tugend. Nach diesen Informationen funktioniert Leviathan vielleicht gar nicht. Warte. Lass uns noch nicht aufgeben. Du hattest doch gesagt, dass die Alten mit Leviathan Überflutungen kontrollierten. Also, funktionierte es wohl doch. Wir wissen mehr, wenn wir die Daten finden. In der Aufnahme war von einer Kopie an Eileens Büro die Rede. Im Hauptquartier des Unternehmens. Dort. Gehen wir. Wir sollten nicht lange bis zum Turm brauchen. Okay. Was war das für ein anderes System, das erwähnt wurde? Umura. So, jetzt müssen wir schauen, wie er da ein bisschen hinkommt. Ah, okay. Umuramba? Umuramba. Ist zur Folge der Vorgänger von Leviathan. Ein System zur Wassersteuerung, um karge Wüsten fruchtbar zu machen. Die Quen scheinen viel über diese Ahnen zu wissen. Die Wahrsager versuchten jahrelang, Leviathan wiederherzustellen. Der Eingang ist blockiert. Wir brauchen einen anderen Weg rein. Die Soldaten bauten einen Pfad bei der nahen Ruine. Vielleicht kommen wir von dort hinüber. Ich bleibe hier, bis du wiederkommst. Geh nicht zu weit. Ja, ist ja gut. Aloy, suchen wir die Daten über Leviathan. Ja. Entschuldige, ich musste mir etwas ansehen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Oh, genau. Die Soldaten bauten einen Pfad bei der nahen Ruine. Vielleicht kommen wir von dort hinüber. Geh voraus.
Habe ich den hier schon eigentlich? Ja, ich glaube, das ist der. Okay. Ich glaube, bis hier kamen die Soldaten. Wir müssen höher klettern, um in den Turm zu kommen. Ich folge dir. Wie auch immer du bist. Okay, let's go. Ah, dann gehen wir mal hier hoch. Dann mal hoch. Kommst du zurecht, Alva? Ja. Mach dir keine Sorgen. Ich würde mal sagen, wir schieß mal das Gerät hier mal runter. Komm, what? So, was haben wir denn hier? Okay, ich höre hier was. Wow. Das ist ja viel höher, als ich dachte. Okay. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Ah ja, da ist eine Leiter. Frage ist, komme ich denn nach hoch? Ah ja, okay. Und jetzt von da aus dahin, oder was? Ah, warte mal, das kann man doch hier abschießen. Okay, hätte ich mal so machen können. Ups, wo bin ich denn jetzt hier? Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Grau habe ich da. Wir könnten sie überrumpeln. So, warte mal. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich weiß gar nicht, kann ich das wieder umschalten? Genau, die Pirscher-Technologie. Oder uns vorbeischleichen. Und, naja, nicht vom Turm fallen. So, das war's. So. Keine Grauhabichte mehr. Unsere Soldaten sagten, Grauhabichte sind die schlimmsten. Ja, stimmt. Haben sie wohl recht gehabt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier. Okay. Hier hinauf. So, dann wohl dahin. Aloy? Wir sind wirklich hoch oben. Du schaffst das, Alva. Sieh nur nicht runter. Genau. Natürlich. Kinderspiel. Da ist der Turm. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wir sollten rüberkommen. Aber wir müssen wohl springen. Okay, das ist... Du zuerst. Aloy. Mir geht's gut. Soll ich da hin? Ich muss zuerst diesen Schutt wegschaffen. Ja.
Das solltest du. Oh, sollten wir mal machen. Ja, das ist aber noch nicht alles, glaube ich. Hier ist noch einer, okay. Wo ist sie denn jetzt? Ach, verdammt. Ja, komm. Wo ist sie denn? Komm schon, Alva. Du schaffst das. Das klappt schon. Bitte brich nicht. Echt tief runter. So, Artistiker möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr eingegangen. Die Tür ist. Geht's dir wirklich gut? Ja. Alles okay. Gehen wir weiter. Adbay Gründungsdatum, Monat und Jahr. Okay, Gründungsdatum, Monat und Jahr. Hier steht, der Code ist Monat und Jahr der Unternehmensgründung. Dem Vermächtnis zufolge war das im Oktober 2023. Gut, dann 10/23 würde ich mal sagen. Wir gucken gleich mal. Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Dem 10. Monat des Jahres. Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Dem 10. Monat des Jahres. Das stimmt wohl nicht. Oh mein Gott, kann ich ja nicht zurückgehen? Warte mal. Ich dachte, man muss das abkürzen, das Jahr irgendwie. Also nochmal. 10. Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Was? Im 10. Monat des Jahres. Okay, jetzt müsste die Tür auf sein. Ganz schwierige Geburt, wirklich. Vielleicht sind die Leviathan-Daten hier. Kostensenkungsstrategie? Wir reden hier von Menschenleben. Bei Omuramba habe ich gehorcht. Aber das ist schlimmer. Ganz ruhig, Eileen. Das Risikomanagement weiß Bescheid. Sie meinen, dass die Chance eines weiteren Zwischenfalls in akzeptablem Rahmen liegt. Wir machen weiter mit Leviathan. Weißt du, Dad, Einsparungen rächen sich immer irgendwo. Ob in akzeptablem Rahmen oder nicht. Tja, eines Tages in ferner Zukunft, wenn du das Sagen hast, kannst du tun, was du willst. Doch bis dahin, lass das doch meine Sorge sein, ja? Eileen und ihr Vater waren nicht immer einer Meinung. Aber die Omuramba-Vertuschung war wohl nicht ihre Idee. Das ist egal. Sie hat trotzdem mitgemacht. Na, gehen wir weiter. Ihr Büro muss weiter oben sein. Sackgasse. Im Schacht ist eine Leiter, aber er ist blockiert. Vielleicht kann ich den Schutt aus dem anderen Schacht räumen. Okay, das sieht gut aus. Mal sehen, wohin das führt. Mach du ruhig. Ich suche mir einen Weg, auf dem ich nicht so schnell in den Tod stürze. Okay.
So, warte mal, was haben wir denn hier? Ah ja, okay. Hey, Alva? Ja? Eines verstehe ich nicht. Du sagtest, Aileen hätte Leviathan gebaut, nicht ihr Vater. Was ist also passiert? Ich weiß nicht. Das Vermächtnis sagt dazu nichts. Das Wissen ist entweder verloren oder verboten. Oder vielleicht irren wir uns auch da. Oh mein Gott, wir gehen ja wirklich ganz nach oben. Das wird eine richtig fette Gleitfahrt gleich werden. Ich hoffe es zumindest. Da ist was. Und ist mitten. Ach, egal. So wertvoll wird es wohl nicht sein. So, warte mal. Kurz. Ah, ich muss doch dahin. Kommst du voran? Ja. Aloy? Ja, es ist bloß ein weiter Weg. Oh mein Gott, das ist echt. Das müsste jetzt in 3D sein, in VR sein. Das wäre natürlich schon fett, glaube ich. So, machen wir mal den hier. Okay. Und nun? Muss ich das da abschießen? Warte mal. Okay, so jetzt muss ich nur da hochkommen. Irgendwie. Okay, das geht so. Puh. Nein! Verdammt. Vielleicht hätte ich ihn nicht leiten sollen. Ich warte hier. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Verdammte Axt! Oh, eine Kiste, sehr gut. Die nehmen wir mal mit. Okay, jetzt bin ich hier. Sehr gut. Okay. So, dann einmal hier wieder. Dann glaube ich genau einmal hier hin. Jetzt wieder hoch. Und dahin. Nein! Oh Gott! So, wie komme ich da jetzt wieder weg? Eigentlich von mir ist alles hier von vorne. Ist doch nervig gerade. Ich kann nicht springen.
So, komm, ich sterbe einmal jetzt. Das macht keinen Sinn gerade. Ey, die hängt fest. Ich kann nichts machen. Ich hänge fest. Ich kann tatsächlich gerade nichts machen. Okay, jetzt geht's wieder. Wirklich, das ist jetzt wirklich super nervig. Mit dem Ding. Guck mal, jetzt will sie wieder nicht springen. Okay. Ah, das liegt an der Kamera. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Einmal dahin. Einmal abspringen, einmal nach oben. Nach rechts. Nach oben. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hochkommen soll, echt. Okay, jetzt ist sie oben. Okay, perfekt. Habe ich hier was vergessen? Ah! Da geht es hoch, okay. Wie komme ich jetzt hoch? Vielleicht da lang? Was ist mit dir, Alva? Schon einen Weg gefunden? Noch nicht. Endlich geschafft. Okay, das ist wirklich hoch. So, was ist denn das für eine kleine Insel da eigentlich? Das ist eine kleine Insel, okay. Krass. Ich bin wieder bei den Schächten. Wenn ich den Feuerglimmer sprenge, könnte der Aufzug schützen und einen Weg frei machen. Hey, Alva, geh mal von dem Schacht weg. Okay, aber wieso? Wirst du gleich sehen. Wow! Oh, jetzt komme ich an die Leiter. Bin gleich da, Aloy. Naja, da bin ich ja gespannt, ob sie gleich da ist. Scheint noch ein Stockwerk zu sein. Oh, die kommt. Könnte Aileens Büro sein. Okay, wir treffen uns oben. Hallo! Das sieht voll spooky aus, ey. Wie so ein Horrorfilm. Einer, die da so rumkrabbelt. So. Geschafft! Was haben wir denn hier? Hier ist nothing. Würde ich mal sagen, ja, okay, dann springen wir nochmal hier drauf. Ups! ach ja, okay. Dahin. Da bist du ja. Endlich. Na los. Mal sehen, was hier oben ist. Oh, noch eine versperrte Tür. Wir müssen den Code knacken. Diese Artefakte. Ich glaube, die gehörten Aileen. Jeder Wahrsager träumt davon, ein Artefakt eines Ahnen zu finden. Und vielleicht helfen sie mit der Tür. Okay, warte mal. Dann scannen wir die mal. Muss der Larsen McCorry-Preis sein. Dem Vermächtnis nach gewann Aileen ihn mit 40. Für ihre Arbeit an Leviathan. 40. Interessant. Sieht wie eine Art Prototyp aus. Zur Wasseraufbereitung.
Das muss der H2-Flow sein. Der was? H2-Flow. Die frühen Erfindungen hatten seltsame Namen. H2-Flow, okay. Nicht ganz richtig. Ja. Das war ja zu erwarten, dass das nicht richtig ist. So, warte mal. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ah, warte mal, hier ist doch was. Das ist Kunst, glaube ich. Könnte sein. Ja, ich glaube, das wurde zum 25-jährigen Firmenjubiläum in Auftrag gegeben. Was war das nochmal? Der H2-Flow. Wie alt war Eileen, als sie diesen Preis bekam? 40. 40. H2-Flow? Das muss die Libelle 6 sein. Atway nutzte sie für die meisten ihrer Bauprojekte. Die Libelle 6 war ihr erfolgreichstes Modell. Ha. Huh. Wozu wurde das Ding nochmal gemacht? Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Scheint auf dem letzten Sockel gestanden zu haben. Okay, warte mal. All die Zahlen, die du genannt hast, ob die vielleicht den Code ergeben? Hm, probieren wir's. 40. Hat funktioniert. Also, 40 war für die Geburt oder sowas. H2-Flow, also die 2. Dann 6 für Libelle 6 und 25. Jubiläum oder sowas. Ja, okay. Hier oben sieht man fast die ganze Stadt. Eckbüro. Tolle Aussicht. War wohl Eileens. Krass. Mal sehen, ob die Leviathan-Daten hier sind. Tja, es ist offiziell. Eileen Sasaki, CEO, Vorsitzende und schlimmste Tochter der Welt. Die Security musste Dad zum Word bringen. Ab jetzt kommunizieren wir wohl nur noch per Anwalt. Betrachtet man die Welt von hier oben, sieht man kaum Details. Menschen werden Risikofaktoren. Statistiken. Viel zu leicht. Omuramba sollte sauberes Wasser liefern. Lebensqualität. Es war leichter, das Problem einfach zu ignorieren. Leichter, die Lüge für wahr zu halten. Aber ich will nichts mehr vortäuschen. Bei Leviathan mach ich's richtig. Keine Einsparungen. Keine Lügen, um den Schein zu wahren. Das tilgt unsere... meine Sünden nicht. Aber vielleicht können wir doch Gutes tun. Sie stürzte ihren Vater und übernahm die Firma, damit Leviathan niemanden umbringen würde. Es klang, als hätte sie die Omuramba-Vertuschung bereut. Sie war nicht perfekt. Kein Vorbild, wie die Quen glauben. Aber auch kein Monster. Sie wollte ihre Fehler wieder gut machen. Jetzt kennst du die Wahrheit. Was die Daten angeht, Leviathan. Ja, alles hier. Ich lade eine Kopie runter. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich bleibe noch etwas länger. Hier sind noch andere Daten, die ich durchsehen möchte. Sicher, dass du alleine klarkommst?
Runter geht's leichter als hoch. Wir sprechen uns an der Basis wieder. Okay. Wir sehen uns dort. Nach dieser Kraxelei könnte ich auch hinabgleiten. Und du willst was? Nur so ein Gedanke. Geschafft? Na klar. Ah, unglaublich. Tja, wir sehen uns an der Basis. Viel Glück. Das kaputte Gebäude ist wohl die Ruine, von der diese Quench-Bärin erzählt hat. Da drin sollte ein Relikt sein. Okay, Freunde, das machen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In dem Sinne, haut rein, danke, ich bin raus. Ciao.